Drei Tage haben palästinensische Terroristen Raketen aus Gaza in Richtung Israel abgefeuert. Jetzt haben beide Seiten einer Feuerpause zugestimmt. Diese Waffenruhe sozusagen, die ist in der Nacht um 22.30 Uhr unserer Zeit in Kraft getreten. Ja, nur wenige Stunden zuvor waren am Sonntagabend Sirenen in Tel Aviv zu hören. Zivilisten hasteten in Schutzräume. Viele erzählten von dumpfen Explosionen, die zu hören waren. Insgesamt haben die Palästinenser Terroristen seit Freitag knapp 1000 Wahnsinn. Raketen abgefeuert. Ja, bei einem Luftschlag hatte Israel zuvor den Top-Terroristen Taizir al-Jabari ausgeschaltet. Und wir gehen ins Land, wir gehen nach Tel Aviv zu unserer Bildreporterin Antonia Yamin. Antonia, ich grüße dich und wir wollen natürlich heute, nachdem wir gerade gehört haben, mehr als 1000 Raketen wissen, wie stabil diese ausgehandelte Waffenruhe ist oder sein könnte. Ja, guten Morgen, Kai. Also ich muss so sagen, der Waffenstillstand ist ja gestern 22.30 Uhr deutsche Zeit eingetreten. Es hat genau 8 Minuten gedauert, bis der islamische Dschihad die nächste Rakete schon auf Israel geschossen hat. Also so stabil ist es. Aber tatsächlich war die Nacht relativ ruhig. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich ruhig ins Bett gegangen. So ein Waffenstillstand ist niemals wirklich 100%. Man weiß nie, wer auf der anderen Seite ist und wer dann wieder eine Rakete abschießt. Man kann auch jetzt sehen, ich stehe ja jetzt gerade in Tel Aviv, man kann auch den Strand sehen. Wir sind ja im August, es gibt Sommerferien eigentlich. Dieser Strand ist in einer normalen Zeit eigentlich komplett voll mit Leuten, mit Familien, mit Kindern und mit Touristen. Und man kann jetzt sehen, dass dieser Strand sehr, sehr leer ist. Es sollte jetzt vorbei sein, aber in Israel ist niemals wirklich irgendwas vorbei. Und ich sag mal so, meine Einschätzung, in ein paar Monaten gibt es hier wieder nochmal so ein kleiner Krieg oder sogar ein größerer Krieg. Du sagst, es ist niemals ganz vorbei. Man kennt dort in Tel Aviv diese Ausnahmesituation. Dennoch in 55 Stunden, Antonia, 1000 Raketen. Wie hast du das erlebt? Wie hat sich das alles für dich angefühlt? Was konntest du beobachten? Also in Israel lebt man ganz normal und plötzlich passiert das und alle verstehen, dass es Alarm ist. Ich muss sagen, ich war gestern selber in Tel Aviv. Der Waffenstillstand sollte eigentlich 20 Uhr eintreten. 5 Minuten vor 20 Uhr. Alarm mitten in Tel Aviv. Alle Leute mussten sofort zum Schutzraum rennen. Da waren Frauen, da waren Kinder, da war eine Frau mit dem Baby. Ich bin ja jetzt Mutter. Das war ich im letzten Krieg noch nicht. Und plötzlich sehe ich da diese Mutter mit ihrem Baby. Die hat es so umarmt quasi, wenn irgendwas passiert, dass es das Kind nicht trifft. Und das war schon, auch für mich persönlich war es plötzlich anders, weil der Krieg vor 6 Jahren zu Keitan, der war 51 Tagen. Ich war sehr oft draußen, ich habe das alles gesehen, aber ich hatte noch keine Kinder damals. Und plötzlich auch als Mutter, es ist total anders, das zu sehen. Aber von der anderen Seite kann man auch sagen, dass es sehr viel Solidarität auf den Straßen von Israel gibt in diesen Zeiten. Sofort, wenn Alarm ist, dann sieht man, wie Leute ihre Häuser aufmachen und Leute von der Straße rufen, kommt rein, kommt in unseren Schutzraum, nur damit alle okay sind. Dank Gott ist Iron Dome hier im Einsatz und hat auch wirklich 96% Erfolg gehabt. Also die Raketen sind fast nicht eingetroffen und das ist einfach ein Wunder. Unsere Bildreporterin Antonia Yamin, du bist jetzt auch plötzlich im israelischen Fernsehen aufgetaucht. Es gibt einen Artikel von Bild, über den plötzlich das ganze Land spricht. Genau, ich muss sagen, Bild ist jetzt gerade die beliebteste Zeitung in Israel, kein Scherz. Und der Grund einfach, weil Bild die Wahrheit gesagt hat. Gestern erschien ein Artikel bei Bild, in dem man einfach die Wahrheit sagt, in dem man erzählt hat darüber, dass eine palästinensische Rakete vom Dschihad, von dem islamischen Dschihad, die wollten auf Israel schießen, haben es aber nicht geschafft. Und diese Rakete ist leider, muss man auch so sagen, in Gaza eingetroffen und hat da Kinder umgebracht.
Der dschihadische Islam wollte sofort Propaganda machen und hat versucht zu sagen, dass es eine israelische Rakete war. Der IDF, die israelische Armee, hatten sofort die Bilder und haben gezeigt, dass es nicht eine israelische Rakete war, sondern eine palästinensische Rakete. Bild hat es auch so groß gemacht, war einer der einzigen Medienoutletten quasi auf der Welt, dass es so schnell aufgedeckt haben. Und die Israelis waren erstaunt, weil hier in Israel ist man wirklich dran gewohnt, dass international die palästinensische Propaganda sehr, sehr stark ist. Und davor hat man hier gestern Bild sehr, sehr gelobt. Antonia Yamin, vielen herzlichen Dank für deine Informationen aus Tel Aviv. Und während Israel die einzige Demokratie da im Nahen Osten um seine Sicherheit kämpft, spielen sich hier in Deutschland wieder beschämende Szenen ab. 55 Minuten purer Hass gegen Israel mitten in Berlin. Wir sind das mittlerweile ja schon fast gewohnt. Immer und immer wieder. Diesmal, Sie sehen das hier am Potsdamer Platz. Ja, 200 Menschen haben sich dort versammelt, schwenken palästinensische Fahnen und brüllen dann auch Parolen wie: Wir haben das Gerede vom Friedlichsein satt, wir werden Raketen abfeuern. Und diese Parolen, die werden dann beklatscht und begeistert wiederholt. Und das Fatalste, die Redner auf der Bühne, die feiern dann die Terrorgruppen wie den islamischen Und die Polizei Dschihad. Fährt hinterher, sehen Sie hier mit Blaulicht, gleiche Szenerie in Stuttgart gestern. Auch dort sind 80 Menschen da durch die Straßen gezogen und haben den Terror gegen Israel dort beklatscht und bejubelt. Irre Szenen, die Polizei fährt hinterher und offenbar alles geduldet. Nächste Reaktion werden wieder Politiker sein, die sagen, das dürfen wir alles nicht, das müssen wir verhindern, das muss sich alles ändern. Und ja, wir sehen es auf den Straßen, es ändert sich einfach nicht. Beschämend. Immer wieder Anti-Israel-Demonstrationen hier bei uns in Deutschland.